Mit der zweiten Hand kann man popeln oder sonst nicht was, während man auf der einen Seite übt. Man kann da aber auch mit anschlagen. Das zeige ich dir jetzt mal. Das ist gar nicht so schwierig. Also ich mache das folgendermaßen. Ich nehme die beiden Finger, weil die sind voll gut dafür, mit dem Daumen nach unten und mit dem anderen nach oben. Und wenn man die beiden so aneinander hält und immer so ein bisschen versetzt, dann geht das ganz hübsch. Dann hast du nämlich nie den Fingernagel, mit dem du irgendwo lang kratschst und dir das Nagelbett aufschabst, sondern bist immer mit der Vorderseite am Start. Ne? So ungefähr. Kostet ein bisschen Übung, ich würde die einfach zusammen machen und so über Kreuz. Und dann machst du als erstes gar nicht so schwer. Zweimal runter, zweimal hoch, einmal runter, einmal hoch. Das mache ich jetzt im G-Dur. Kannst du eigentlich alles an Lagerfeuermusik spielen, was es gibt.